Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu... Oh scheiße, hier ist viel los. So heißt es nicht. In unserer Base sind unten ganz viele Leute. Herr Kaiser, pass auf da. Wo kommen die denn her? Ja, die sind vorne reingekommen. Lass uns erstmal die Treppe absichern. Guten Tag zu Ravenhearst, Hearst, Horst, Hearst. Ihr könnt es mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das... Ravenhearst hat mal jemand gesagt. Ein Amerikaner, der bei mir zu Gast im Stream war. Ich glaube Google. Egal. Auf jeden Fall, willkommen zurück. Gleiche Aufnahmesession, dritte Folge. Donnerstag müsste es für euch sein. Yes. Boah, der DC. Oh Gott, jetzt. Schnell. Kein Problem. So, ich hab gleich endlich ein Level up. Ja, es dauert, ne? So, jetzt kommt Level up. Fuck. Ja gut, weil ich den wahrscheinlich hier geklaut habe gerade. Ja, ach, alles gut. Ich hänge noch ein bisschen auf den Baum ein. Ich brauche noch ein paar Sticks. Da kommt noch ein Zombie. Vielleicht kannst du den kurz mit. Schön daneben geballert, ey. Ich habe schon so viele Pfeile verschossen. Ich habe noch ganz viele Federn gesammelt. Sehr gut. Tada. Upgrade? Level up, yes. Sehr gut. Oh, es gibt Bow Weapon Smithing. Oh mein Gott. Stimmt, die ganzen Skills haben wir noch nicht. Aber es sind nur in Anführungsstrichen 11 Seiten, nicht 18. Ja, genau. Here is Johnny. Was ist das denn? Zombies mit einer Axthaken. Okay, geil. Electric Tools. Elevators? Es gibt ein Skill für Fahrstühle. Okay. Wir können Fahrstuhl machen? Ja. Cool. Komm, dann lass uns mal die... Achso, du bist noch nicht so weit. Nee, ich überlege gerade, was ich... die Treppe wegschlagen, wollte ich gerade sagen. Und die Front hier zumachen. Sexual T-Rex, komm, machen wir den erstmal. Tadam. So, warte mal, jetzt muss ich den Spear craften. Und die Quest nebenbei. Jetzt haben wir hier erstmal ein bisschen Ruhe. Dirt Fragments. Lass uns mal die Treppe wegmachen, würde ich sagen, oder? Erstmal vorne dicht eben. Oder das. Hast du Wood Frames? Also ich helfe dir mal da. Natürlich. Können auch mit Flagstone arbeiten. Übrigens, ich weiß nicht, wie weit du mit der Quest bist. Es gibt die Quest Craft Sod. Okay. Oh, das will ich aber nicht. Das ist, um Zombies abzuhalten, dass sie irgendwo spawnen. Ich habe einen Tracker-Knife, was ist denn das? Entity Damage 3,02. Ach, guck mal, das sieht ja auch geil aus. Du hast ein neues Messer, gell? So ein Klappmesser ist das, ja? Ja, ja. Voll gut. Es gibt auch Messer, Butcher-Messer oder sowas, das ist dann, um das Campfire reinzulegen. Das ist praktisch ein Werkzeug fürs Campfire. Ah, okay, ja. Ich muss entweder Holz holen. Ich habe mein Holz. Aber die ganzen Zombies alleine schon, das ist echt super. Ich habe kein Holz. Man müsste die beiden Mods kombinieren, weißt du? So, War of the Walkers und den hier. Naja gut, im Endeffekt sind es ja die Mods selber, bestehen ja, ist ja keine Eigenprogrammierung, sondern die bestehen ja oft aus immer dem gleichen. Mhm. Lass den Baum hier drüben noch nehmen, da stehen noch zwei, nehmen wir noch mit. Ja, aber mit den neuen Zombies halt, das finde ich echt gut. Ich habe Büroklammern. Ja. Wofür? Okay. Ich frage gar nicht. Und eine Schatzkarte. Yeah. Lese ich direkt mal, ja. Accept. Oh, ich habe einen richtigen Cowboy-Hut. Dann ziehe ich den an. Aber sehr interessant. Ich freue mich schon darauf, die Stadt hier zu erkunden. Ja. Jetzt haben wir allerdings 1843. Auch was man alles looten kann. Ich gucke mich gerade so ein bisschen um. Da drüben die Kirche, die kennt man. Also Moment, sehe ich nicht. Da ist eine Kirche, aber die so kenne ich so in der Art nicht. Mit dem Kirchturm oben drauf, Glockenturm oben drauf, so. Ja, doch, die gibt's. Ja? Darfst du aber schon vor, Vorsicht. Baumfällung, tot. Wie sieht das mit einer Forge aus? Könnten wir die dann rein theoretisch schon machen, wenn Bräuchte mal Leder. Bellos, ja, alles klar. Und Leder machst du hier mit einem Drying Rack. Ach. Du hast doch von den, du hast doch von den, einen Hirsch gehäutet, oder? Ich habe ein bisschen was gehäutet, ja. Und zwar habe ich 11 Leder. Das ist gut. Machen wir einen Drying Rack und machen uns dann direkt mal Leder. Beziehungsweise vielleicht kriegen wir auch irgendwo eine Couch.
Sparkline gemacht. Ja, nehmen wir primär erstmal das Haus, bis wir was Besseres gefunden haben, oder? Hier oben, hätte ich gesagt. Ja, ja, ja. Dann verschwenden wir einen Homestone, um das Ding hier abzusichern und die Sachen, die wir gesetzt haben, wieder mit aufnehmen zu können. Bis wir hier am Stissel sind. Okay. Hast du zufällig kleine Steine in der Tasche, ein paar? Kann ich dir, glaube ich, geben. Weiß ich nicht. Muss ich prüfen. Bearbeitung läuft. Axt. 48 habe ich. Okay. Jetzt sollten wir uns mal schnell einen Ressourcenstein zu Gemüte führen. Ja, ich brauche nämlich gerade was für eine Shovel. Kommst du mit mir mit? Blöden Quest weiterkommen hier. Wo bist du denn? Da drüben bist du. Oder siehst du einen? Ich habe hier einen. Ich klopfe schon auf einen rum. Ah, sehr gut. Wir müssen die Quest fertig machen. Wäre auf jeden Fall eine nette Sache. Ja. Weil ich habe ja irgendwo die Shovel da. Dirt Fragment. Okay, jetzt kommt die Quest. Ich besorge mal Dirt Fragments, würde ich sagen, oder? Ja. Guckst du dich ein bisschen um? Hier. Craft Sort, Play Sort. Schön. Macht Spaß. Ja, ich finde auch. I am begeistert. Vor allem den Speer, ein neues Messer. Ja, so die ganzen Zombies. Sachen, die Kochstelle, wenn du sie siehst. Typen mit verrückter Perücke. Warte mal, vielleicht können wir direkt Clay, bevor es dunkel wird. Ja. Südlich von uns. Ah, komm. So. Hier muss irgendwo Clay Craft sein. S-O-D. Nein. Drei. Craft. Oh, hier hoch. Hier muss irgendwo Clay sein. So, hier ist Clay. Alrighty. Hast du schon ein Stahlrohr? No. Aber wir haben Toiletten oben, die können wir auseinanderkloppen. Könnte sein, dass wir da was rauskriegen. So, Sort. Schlägt mal eben Sort hin. Manchmal leckt es, also bei mir, wenn er sowas abschließt anscheinend. Ja, ja. Sort. Flagstone, Cobblestone Rocks, okay. Und Clay brauchen wir dann sowieso. 1957. Und dann müssen wir noch in der Nacht die Dings zu, die Treppe wegmachen. Ich habe in weiser Voraussicht schon mal ein paar Spikes gemacht. 13 Stück können wir so ein bisschen vorne absichern, die Tür packen. Ja. Mhm. Können wir gleich die Flagstone Blocks zu nehmen. Da, 3 Stück. So, dann schmeißen wir mal alles zusammen in die Kisten und dann gucken wir, was wir herstellen können. Ja. Hab ich irgendwie Leder? Nee, gar nichts. Haben wir ein Gebäude, wo es Leder geben könnte? Lass mal kurz gucken. Da drüben ist ein Hochhaus. So ist der Loon hier unten. Lass uns mal hingehen, ja. 2012, die Zeit dürfen wir nicht, weil wenn die hier anfangen zu rennen von den Hardcore-Zombies, dann ist Hardcore-Rennen angesagt. Guck mal, der braucht nur 6 Sekunden. Das ist cool gemacht. Dass es die unterschiedlichen Loot-Zeiten gibt? Ja. Oh, Kettensäge! Ja! Was ist das? Ja, guck mal, hier alles voller Leder-Couchen. Warte, ich helfe dir wegen Aufräumen. Was kommt da raus? Ist das Leder? Ja, Lederfetzen. Leather-Strips. Ah, da brauchen wir aber... Oh, fuck. Diese Mark-Fuck. Da kommt jemand. Scare me to death. Biatch. Oh, Mist. Oh, die hat Beute schlagen. Das darf sie nicht. Ich habe Roadrunner. Was ist das immer für ein Perk? Ja, das ist ein Perk, wenn du auf der Straße läufst. Ah. Ja, komm, lass uns noch schnell. Wir haben nicht so viel Zeit. Okay. Alter, ist das laut! Das ist laut, ja. Aber egal. Wow. Ach ja. Warte mal, für Bellows brauchen wir was? Bellows, Leather, normales Leder. Kriegen wir aus dem Leder? Ja, dann müssen wir das Drying Rack müssen wir machen. Aber kriegen wir aus dem Lederstreifchen denn normales Leder raus? Ja, wir können in dem Drying Rack können wir das machen. Okay. Wir brauchen 10 Twine. Ich weiß nicht, wie viel du hast. 0. Du hast keine von den Kordeln? Glaube ich. Ich sehe so keine. Dann müssen wir das später machen. Wo kriegen wir die her?
Der wird gelootet. Also kannst du nicht okay. herstellen. Dann gucke ich mir eben alle Mülldinger durch. Ja. Mache ich jetzt auch noch. Ich habe den hinteren Bereich. Ach, hat sie sich da ist ja jemand. Fuck! Ich habe noch den Fuß gesehen aus dem Augenwinkel und dachte, bist du das? Tot. Ja, da sind noch mehr drin. Ja, das sollte man vielleicht lassen, oder? Müssen wir mal gucken. Headshot. Auf die Zeit achten. Wir müssen noch zurück. Komm zurück, komm da raus, komm. Wir haben 21 Uhr. Ich hab mich da nur erschreckt. Oh je, da ist ein bisschen was los. Ja, lass uns mal hier raus, lass uns mal zurück. Wir müssen das morgen machen. Hier ist XXL-Möbelmarkt, wunderbar, dann können wir auch hin. Ja, lass uns auch unten die Treppe wegschlagen und aufs Dach gehen. Ne? Ja, ich setze die Flagstone-Dinger irgendwo rein und dann genau. Ein paar Spikes noch vor die Tür. Dass wenn da jemand kommt. Können wir uns jetzt einfach Spikes hier. Cobblestone Rocks machen wir doch jetzt. Jetzt können wir auch da hinten das anständig zumachen. Ja, genau. Und dass wir drüber springen, oder so, was? So, na, wir können hier durch dann. Mhm, okay. Gut, ich fange schon mal an, den Kram hier wegzuschlagen. Weil ich glaube, das dauert einen Moment. Autsch. Autschen. So. Ich glaube, wir nehmen die Fenster raus und pack da die Flagstones rein. Ja. Wo sind sie? Da. Uiuiuiui. Was denn? Ja, das macht Spaß. Ist gut. Ja, ist gut. Cool. Mining Helm hätte ich jetzt gerne. Warte, ich komme mit dir zu den Fenstern und setze meine Flagstones da unten rein. Mhm. Was da? So, habe ich zu. Die anderen Fenster noch? Oder? Ja. Oh, meine Axt wieder kaputt. Oh, nee, das Metall. Ich weiß, man kann das auch reparieren, aber am Anfang... Oh, jetzt Locate Trader. Okay. Wo ist er denn? Ach, direkt um die Ecke. Das ist wahrscheinlich... Guck mal. Hast du noch Flagstone? Nee. Ich habe nur die drei gemacht und... Dann gucke ich mal, ob ich noch Cobblestone Rocks herstellen kann. Ah, sehr schön. Oh, schön ist die Axt kaputt, ey. Okay. Wie man da um Keks gehen? Ich habe keine kleinen Steine mehr. Ach. Komm, wir gehen mal nach oben, bauen ein paar Kisten hin. Ja, warte. Ich will nur das noch zumachen. Ich schlag schon mal an der Treppe rum, dass die Treppe... Ich kann nichts schlagen. So, jetzt ist hier zu. Das Messer ist ja richtig fix. Willst du eine Axt haben? Ja, das wäre gut. Warte mal, dann mache ich jetzt Tools, ja? Ja. Ich glaube, das ist simple. Nee, das heißt irgendwie anders. Das heißt primitive irgendwas. Primitive Crafting, genau. Okay. Da kaufe ich jetzt die erste, dann kann ich mich bessere Äxte herstellen. Dinnerplate? Oh, ich habe hier eine Fernbedienung. Dann kann ich mich auch einen besseren Bogen herstellen. Wofür? Kommst du zu mir? Das rein. Wo bist denn du? Bin immer noch an der Treppe. Achso. Ja, lass mal kurz das Ding hier wegschlagen. So. Warte, ich leg dir hier oben hin, wo, unter die Fackel praktisch. Lege ich dir zwei Äxte in Stufe 50 hin. Super, danke. Dann haben wir ein bisschen. Na gut, es braucht klack, ein bisschen, klack, ne? Klack, aber klack. Ja, keine Diamond Tip X. Nee, klick, dauert ein bisschen länger. Weg. Die gibt's hier auch übrigens, solche Sachen. Okay. Aber sieht anders aus. Also die sieht wirklich nach Diamant aus. Die andere war ja lila in der anderen Mod. Ja. In der War of the Walkers. Und hier ist sie, glaube ich, richtig wie ein Diamant.
It's the war of the walkers. Ja, cool. Ja, schreibt doch mal eure Meinung in die Kommentare, wie ihr die Mod bisher findet. Ob das für euch ansprechender ist als War of the Walkers, was ihr für eine Meinung habt. Ich habe jetzt bis dato noch gar keine Kommentare gelesen. Das ist ja interessant zu wissen, ob ihr sie selber spielt und oder nur zuguckt. Ich glaube, das ist nochmal ein Riesenunterschied, ob man das selber zockt oder ob man nur zuschaut. Irgendwas höre ich. Bist du in der Hocke? Okay. Ja, aber undetected. Wow. Also, selber zocken macht echt Bock. Ja, definitiv, weil es einfach... Sehr, sehr gut. Es ist mehr Survival, als es vorher war. Jo. Vielleicht ändert sich das ab einem gewissen Punkt, ne? Aber ich glaube, erstmal ist es... So, warte. Das Licht ist so geil hier. Das ist, glaube ich, weil du die Shadow-Dinger anhast. Was bist du? Er läuft nur vorbei. Ja, ist ein Zombie unten. Aber er läuft nur vorbei. Ja, dann lass uns mal aufs Dach gehen und... Ja. Kiste habe ich schon gesetzt. Tabula rasa machen. Okay, könnte ich wieder irgendwas skillen? Oh ja, ich habe Skillpunkte. Dann mache ich doch mal wegen Crossbow. Ein bisschen was in Bow Weapon Smithing. So, einfach erstmal reinmüllen, ne, was man so hat. Ja, ja, ich habe erstmal. Aber ich trinke also Sachen, das Zeug. Wo ich weiß, ich stelle noch was her, das nicht. Übrigens, dieses Wasser füllt auf 100%, auch dieses Meal füllt auf 100%, was du in der Tasche hast. Okay. Scrap Cool. Mein Gott, Scrap Tool. Crafting. Die Forge Iron nehme ich immer, aber zur Hälfte mit raus, damit kann ich meine Dings reparieren. Ich habe 100 Federn. Oh, ja, gib mal ein paar. Bitte. Warte. Noch Steine hast du? 50. Stein habe ich nicht so viele, habe ich nur 46. Okay. Müssen wir vielleicht hier ein bisschen was wegschlagen. Nee, ich hab noch Spitzen, alles gut. Also was wir zum Beispiel machen könnten, wäre hier die Hütte setzen. Und die kann man wieder abbauen. Das ist der Tisch in der Mitte, ist praktisch der... Ich glaube, diese Stahlhütte ist folgendermaßen. Wenn du mal guckst, du kannst nicht auf die Wand schlagen, wenn du von außen gehst. Aber ein Zombie wird abgehalten. Das heißt, wenn du hier eine Tür reinsetzt, sollte diese Hütte... Weißt du, was ich meine? Auf die Türe sehr dicht sein, ja. Ja, genau. Und jetzt einfach in der Mitte den Tisch wegschlagen, dann ist auch die Hütte weg. Doch schon fast imbar. Naja. Oh, die erste Nacht. So. Ob wir das überleben werden? Wir haben die Nacht ja auch ein bisschen kürzer gestellt, ne? Oder? Ja, bis 2 Uhr, ganz genau. Ja. Ich muss mal essen, trinken. Ich esse mal eben so ein bisschen Katzenfutter. Ich habe Chips gefunden. -5 Hydration, okay. Na, komm weg. Back auf Chips, die machen nur voll, ohne Minus, okay. Oh, jetzt kriege ich Hunger. Ich habe nur eine Beefy, die muss ich gleich holen. Ich habe noch Büchsen zu essen. Also, ich habe noch 58 irgendwas. Ah, hier, Iron Crossbow Balls, hier. Echt, habe ich auch noch Hunger, ja. Ja, für dich. Danke. Oh, wo kommen die denn her? Für deine Waffe. Ja, wo hast du die her? Hast du die gemacht gehabt? Sonnenbrille hast du ja. Yes. Ich habe ja noch einen Brown. Die habe ich gelootet. Ich habe auch eine Kappe für dich, die habe ich jetzt hier reingelegt. Okay, ich habe noch Schuhe. Ein Tanktop. Sexy. Und den Homestone hier reingelegt. Desktop PC Equip. Was? Ich kann den equippen. Wir stellen hier drauf, links von der Fackel. Also links auf diesen Holzklotz hier. Da können wir ein bisschen zocken in der Nacht. Ja, perfekt. Was steht denn da drauf? Warte mal, jetzt muss ich mal lesen. Windows Media Player, Windows Live Mail, My Documents, My Computer. Auch kein Easter Egg. 2.35 Uhr. Okay, die Zeit stimmt nicht. Da steht R164 drauf. Aber schon geil. Wer? Einen Topf hast du nicht zufällig gefunden? Dann hast du ihn reingeworfen, ne? Nee, Clay Bowl. Nur Clay Bowls. Okay. Naja, ist doch perfekt, oder? PC. Ja, ich schmeiß mal das ganze Adobe Reader rein. Installiert mit Windows XP. So, das. Animal Hide. Genau, da können wir mal gucken wegen Leder, ob wir irgendwie Leder machen können. Genau, wir brauchen ein Drying Rig. Das heißt, wir brauchen von diesem Tin, also diese, wo ist es denn? Twine. Kommst du an die, bist du an der Kiste? Ja. Du bist an der Kiste? War ich, ja. Geh mal auf die Kiste. Ja. Ah, alles klar. Ich dachte jetzt schon, wir können gleichzeitig ran. Oh, schade. Da habe ich jetzt aber gerade mein Herz kurz gehüpft. Ja, wir sehen uns morgen wieder. Hashtag? Ich habe hier ein kleines Affenspielzeug. Hashtag, würde sagen, weil wir uns den, weil wir den PC gesehen haben. Hashtag Windows. Jo. Oder? Ja. Passt.
Dann bis morgen. Macht's gut. Tschüss. Adios.